da drin sein kann. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen, oder? Ich hol's mal. So. Wo ist mein... Hier. Hast du nicht. Hier. Natürlich, ganz wichtig, die Adresse erstmal wegschneiden. Damit keiner die Adresse kennt. Nur ich. Nur ich kenne sie. Einfach mal kurz so ein Dings rausschneiden. Zack, zack, zack. So. Adresse habe ich. Oh, Adresse habe ich hier. Punktfunktion bitte aus Marco, danke. ja, genau, fürs Video, ne? So. Er lebt in dir. Er lebt in mir. So. Also, ich habe hier schon ein kleines Loch gemacht. Und zwar, damit ihr die Adresse nicht seht. Was habe ich hier bekommen? Ich habe hier ein Paket erhalten von MJD. Ich vermute schon etwas. Aber wir gucken mal, was da so Schönes drin ist. So. Wir sind jung und wir MJD am Start, bist du da? Ja, ne? Ich habe irgendwie so eine kleine Vorahnung, was da drin sein kann. Wir gucken mal rein. Warte mal, ist überhaupt MJD-Druck gerade da? Ja, natürlich. Erstmal, egal was auch immer da drin ist, vielen, vielen Dank für das Paket. Ich hab's euch gesagt, Leute, alles was geschickt wird, packe ich natürlich auch hier im Stream aus. Ganz, ganz klar. Und jetzt gucken wir mal rein in den Lachs. Oh, oh, oh. Pappe, Pappe, Pappe. Papier. Viel Papier. So. Hier. Ich hab's gewusst. Okay. Ein Gutschein. Oh. Oh. Okay. Ich habe einen Gutschein erhalten für den MJD-Druck. Heißt, ich kann shoppen bei ihm. Und das werde ich aber sowas von machen. Vielen, vielen Dank für den Gutschein. MJD, danke, Mann. Ohne Spaß, geisteskrank. Vielen, vielen Dank. 15 Euro für den... Oh, aha, aha. Okay. Ey, vielen Dank, ne? Und dann, nicht zu vergessen, Leute. Gummibärchen. Die hau ich direkt weg. Jetzt, okay, das darf ich nicht zeigen, Leute. Ich glaube, ihr wisst, was es ist. Man kann gesperrt werden. Feuerzeuge mit auch MJD-Druck drauf. Vielen, vielen Dank dafür. Geil. Und jetzt... Oh! Geil. Dann haben wir hier... Natürlich auch Stifte. Auch MJD am Start. Sieht cool aus, ne? Schöne Farbe. Bunt gemischte Farben. Ganz viele Kärtchen kann ich in meiner Nachbarschaft verteilen, in den Briefkasten. Und jetzt geht's zu den Shirts. Soweit ich mitbekomme. Das kann's keiner erzählen, ne?
Da, Leute, ihr wisst, ich habe ganz viele, ihr wisst es, ich habe ganz viele, wie heißt es, Hampelmänner machen müssen. 1150. Und er hat uns ein Shirt bedruckt. Er hat uns ein Shirt bedruckt. Mit, jetzt kommt ein kleiner Test. Wartet. Das ist der Prototyp. Ich habe einen Elefanten, den ich loswerden will. Ich will keinen Elefanten. Das ist der Prototyp. Das Ding ist, die Farben sind nicht, das war ja auch nur der Prototyp, die Farben sind nicht so gut für den Stream, weil die weiß und grün sind. Aber was fällt euch bei dem Prototyp auf? Achtung! Das B fehlt! Da steht Lomardi drauf. Er hat das B vergessen. Hampelmänner, ich war dabei. Kann ja mal passieren, ne? Dass man so ein B vergisst. Kann mal passieren. Lomardi. Kann passieren. War ja auch nur ein Prototyp, ne? Aber trotzdem, ist ein Unikat. Das wollte ich unbedingt haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt's zum eigentlichen Shirt. Die Neuauflage. Ab sofort im Handel. Warte, ich muss, das ist richtig gut geworden. Markus Lomardi, ja. Hampelmänner, Team Lomardi war dabei. Wir waren dabei, Leute. Und ich wurde gequält. Ich wurde gequält. Und ich würde sagen, wir testen das mal, oder? Ob es mir passt. Ich hoffe, die Größe passt. XL, hört sich schon mal ganz gut an. Jetzt schauen wir mal, ob es passt. Perfekt. Ey, passt perfekt, oder? 1150 Hampelmänner, Team Lombardi war dabei. Geil. Biri. Passt, oder? Ey, MJD-Druck. Ich weiß nicht, wieso ihr immer so verrückt seid, aber das ist eine echt coole Idee gewesen. Wirklich. Feier ich extrem. Vielen, vielen Dank dafür. Wird auf jeden Fall des Öfteren mal getragen. Nach den nächsten 1150 brauchst du XXS. Ja, wir gehen erstmal von XL auf erstmal runter auf L. Wir bessern uns von Mal zu Mal. Bitte einmal spiegeln. Oh Mann, dann sehe ich immer so doof aus. Haben wir es doch geschafft. Sieht doch geil aus, oder? Sieht doch gut aus. Ey, MJD-Druck, vielen, vielen Dank für das übertrieben krasse Shirt. Was ihr immer aus mir macht, ne? MJD,
Buonasera. Oh, Goscha! MJD, vielen, vielen Dank für dieses coole Shirt. Mir passt's wie angegossen. Kleines Stück Erinnerung. Wird in Händen getragen. Dankeschön. Und Spaß, crazy. Kann er machen, kann er machen. MJD, der hat genug. Ey, aber komm, wenn sie schon da sind, Leute, dann muss ich sie auch snacken, oder? Kann ich damit morgen auch zum Lidl einkaufen gehen? Eigentlich schon. Könnt ihr. Benutzt mal Kugelschreiber. Oh, der liegt gut in der Hand. Der Stift ist gut. Der sitzt echt gut, guck mal. Ist gut. Der Stift ist geil. Nochmal draufdrücken. Wie hab ich doch? Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Oh mein Gott. Oh, mein Herz! Alter, bin ich erschrocken. Ich dachte, da kommt ein Blitz raus. Oh mein Gott! Oh, bin ich erschrocken. Ich dachte, da kommt ein Blitz raus oder ich krieg einen Elektroschock oder so. Guck mal! Oh! Hey! Oh mein Gott, ist der geil! Alter! Oh, bin ich. Ich dachte, da kommt ein Blitz raus oder so, ne? Ich dachte, er will mich verarschen oder so. Aber wie geil! Guck mal! Ey, da kann ich meinen Zauber. Oh mein Gott, guck mal! Jetzt kann ich meinen. Oh mein Gott! Jetzt kann ich meinen Zauberstab nehmen. Expecto Patronum! Oh mein Gott! Der ist ja geil. Ich muss den hier so befestigen. Hey, MJD-Druck, vielen Dank, Mann! Danke, Mann. Ohne Spaß, Wahnsinn. Am zeigen. Was geht ab, Mann? Ich lieb das Lied krass, ne, von Ori. Hast du ja live gehört. Life is life. Weiß noch genau, wie es war. Vor dem Spiegel geübt jeden Tag. Hab mich gefühlt wie ein Star. Und MTV lief die ganze Nacht. Wollte mal nur singen, schon seit ich Kind bin. Weil dann alle Sorgen gleich verschwinden. Meine Playlist in mein Phone ist wie eine Therapie. Adresse drauf. Er hat einfach an alles gedacht. Aber mein Bester, vielen Dank, ne? Wirklich, wirklich korrekt von dir. Die Musik ist immer da. Life is life. Ohne Spaß, Leute. Oh, da ist noch. Jetzt merke ich mir. Leute, vielen Dank. Einen guten Abend! Mega! Wie geht's? Sehr geiles T-Shirt. 1150. Team Nobody war dabei. Geil. Und Team Christina auch. Ja. Hallöchen, Julian. Hallöchen, Edith. Ja. Geil. Geil. Ja. Steht dir? Etwas, was ich nie vergessen werde. Ja, wir auch nicht. Ja, ich hab's heute noch in den Rücken.
Was ja, ich hab keinen Muskelkater mehr. Ich hab's heute noch im Rücken, hab ich gesagt. Ja. Aber nee, nicht geht's, mehr. Geht's euch gut, aber? Ja. Jetzt geht das schon wieder. Übertreibt mich da drüben. Jetzt fangen die schon wieder an. Können die auch einmal, guck mal, können die nicht einfach sagen, hallo Marco, wie geht's dir, statt heul doch? Nein, Hafk hat geschrieben, hallo Marco. Einer von? Ja. Das Problem ist, ich darf nicht provozieren. Wenn das passiert, dann legen die erst richtig los. Ja. Leute, Jan. Das hast du schon gut gemerkt. Ja. Ich darf nicht mehr. Aber ich kann auch nicht anders. Ich muss die provozieren. Und die lieben es. Ja, mal gleich sehen. Ja, heul doch. Super Kennenlernphase wieder, ne? Läuft genau nach Plan, Leute. Hallo, Marco. Ja, natürlich. So, genau so, wie es hören. So soll es doch sein, oder? Geht's euch gut? Ja, natürlich. Sehr gut. So, und ich verabschiede mich für heute wieder. Nicole, danke schön, dass du da warst. Hast gehört? So, ich verabschiede mich nicht, dann kommt Haktu. Das ist so, ja. Wie nett die zu dir sind. Nicole, danke für alles. Nee, mir geht's sehr gut. Bisschen stressig wird die Woche sein, aber sonst, ja.